Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen, etwas anderen Video meinerseits auf meinem Kanal. Ja, ich denke mal, ich werde das hier einkategorisieren und in die Playlist schmeißen bei Podcasts. Das wird wohl am besten passen. Denn heute war ein etwas ereignisreicherer Tag. Ich war heute mit meiner Süßen unterwegs. Ich war nämlich eingeladen zu einem Interview. Dass mir das mal passiert, hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist auch schon eine Weile her, dass diese Interview-Anfrage reinkam. Es gibt nämlich einen leider immer noch sehr kleinen YouTube-Kanal, die Junge Bühne Radio. Ja, die machen auch wirklich Radio. Also nicht nur YouTube, es ist nur so ein, ja, die haben halt auch einen YouTube-Kanal. Ja, eben einen sehr kleinen. Aber die machen halt im offenen Kanal Kiel Radio. Und da gibt es verschiedene Sendungen, verschiedene Themenbereiche. Und die, bei der ich heute war, ja, halt die Junge Bühne Radio Jungs, ja, die machen Metal, Rock und Metal Geschichten und haben mich angeschrieben, also haben mich gesehen, haben mich entdeckt, also meinen YouTube-Kanal entdeckt und so und schauen auch gerne meine Reviews, also meine CD-Reviews vornehmlich. Und ich wurde dann angefragt, ob ich nicht Lust hätte. Die sitzen ja in Kiel, das ist jetzt nicht so weit von hier, das ist jetzt nicht so eine große Entfernung, wie zum Beispiel die Einladung, die damals kam bei vom Worldwide Wohnzimmer ganz nach Köln und mit Anreise und da Übernachtung und alles, ist mir zu viel für ein simples Interview. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, was die Leute mich halt fragen wollen, aber naja, werdet ihr dann gleich sehen, denn dieses Interview fand dann heute statt. Leider hat es überhaupt nicht so geklappt, wie wir es eigentlich vorhatten. Ja? Ursprünglich sollte das Ganze als Stream laufen, als Livestream auf YouTube über deren YouTube-Kanal, wovon ich mir dann diesen Stream hinterher live gezogen hätte und dann auf meinem Kanal einfach reuploadet hätte, ganz einfach. Jetzt läuft das Ganze alles hier ein bisschen anders und hallo Jungs, falls ihr das jetzt hier seht, ich denke mal, ihr werdet es sehen. Keine Sorge, ich habe das Video, das jetzt gleich folgen wird, auch nochmal ohne mein Vorabgelaber und mein Intro vorweg für euch. Also wenn ihr das dann so in dieser Form haben wollt, entweder schiebe ich euch das hier drauf, diesen Stick habe ich nicht mitbekommen von den Jungs, da ist das drauf, was ihr gleich sehen werdet, in Rohform. Und ich lasse da gleich noch ein bisschen was dazu. Ich blase mein Video mal wieder ordentlich auf hier, ne? Und da schiebe ich euch das dann vielleicht drauf am einfachsten und ihr kriegt den Stick dann halt zurück, ja. Aber da ihr das ja sicherlich auf eurem Kanal schnell haben wollt, lade ich einfach dieses Rohvideo, das jetzt, während ich hier gerade rede, nebenher geschnitten wurde und finalisiert, irgendwo auf einem Hoster hoch und lasse ich das irgendwie zukommen. Das kriegen wir dann schon irgendwie online hin. So. Falls ihr das hier mit meinem Gesabbel nicht haben wollt. So, sonst könnt ihr natürlich einfach über den YouTube-Downloader einfach lutschen, das Ding, und könnt ihr auch den einfach wegschneiden selbst oder wie ihr das meint. Ist mir ja. Schreiben wir drüber. So. Ah, meine Nase läuft schon wieder. Gestern lief die schon, auch im Studio lief die. Glücklicherweise immer, konnte ich immer schnauben. Meistens schnauben. Ja, wenn die Kamera halt nicht lief. So, nee, das Problem war, dass die beiden Jungs das nicht hinbekamen, technisch die Kamera mit dem Stream zu verbinden, denn sie hatten nur ein Tablet, mit dem sie filmen wollten, ja, und da ist Android drauf und damit haben sie streamen wollen dann halt, ja, und Jungs, ich kann euch versichern, seid froh, dass es nicht geklappt hat. Also meine Süße war ja dabei, die hat uns ja gefilmt, was ihr ja noch gleich sehen werdet, also meine Süße ist da hinter der Kamera, ja. Die filmt das und wackelt da immer so ein bisschen. Und weil, ja, das Ding die ganze Zeit so vors Gesicht halten, ohne dass man sich irgendwo abstützen kann, dann geht es irgendwann in die Arme. Ne? Also seht ihr nach, wenn das Bild ein bisschen unruhig hier und da mal wird. Ja? Sie hat ihr Bestes getan mit einem Tablet in beiden Händen. Okay? So. Und die Qualität dieses Videos war katastrophal, der Videos, die da rausgekommen sind. Ja? Vor allem der Sound. Du hast teilweise nichts verstanden, es war dumpf, mono und irgendwie voll neben der Spur nicht, aber Rauschen und Knacken, du hörtest jedes Bewegungsgeräusch meiner Süßen halt und so, ne? Glücklicherweise ist hier auf diesem Stick auch die Radiosendung, die da entstanden ist, denn wir waren live im Radio zu hören und da liefen dann auch Songs. Diese Songs, die habe ich hier natürlich in dieser Version, die ihr jetzt hier sehen werdet, rausgeschnitten wegen GEMA-Gründen und rechtlichen Scheiß und damit mein Video hier nicht weggestrikt wird und so, ne, das ist natürlich klar, ja. Deswegen geht das Video, also das Hauptvideo, das Interview auch nur eine halbe Stunde, keine ganze Stunde, die Radiosendung ging eine Stunde halt, ja. So, und es endet ein wenig abrupt, jedenfalls die Radiosendung endete ein wenig abrupt. Hier in dem Video geht es, ja.
Weil das ist irgendwie da beim offenen Kanal. Hier ist das so, wenn die nächste Sendung kommt, dann kommt die nächste Sendung. Es gibt keine, wie bei uns, bei Metal Only, beim Online-Radio, Übergabe zum nächsten Mod, dass das alles geschmeidig läuft. Wenn du zu lange sappelst, dann wirst du einfach rausgekickt, du Arsch. Ja, sehr. Ja, toll, ne? Wenn dann mal irgendwie eine Verabschiedung nicht schnell genug stattfindet, dann hat man halt Pech gehabt. Aber gut, ist dann jetzt so. Aber wie gesagt, auf dem Video hier geht das. Ihr werdet dann auch noch unsere Reaktion sehen, nachdem wir einfach rausgekickt wurden, praktisch. Von der Automation da, ne? Naja, so, also. Ich habe jetzt also das Bildmaterial noch ein bisschen heller gemacht und ein bisschen, es ist auch intensiv gewesen in der Farbqualität, die habe ich auch ein bisschen rausgenommen und ich habe jetzt einfach die Audiospur, die Radio-Audiospur original, unsere aufgenommenen Stimmen mit den professionellen Mikros, die da hängen, auf das Video gelegt. Das war ganz schönes Geschnibbeln und ganz schönes Hin- und Hergeschiebe, und dass das auch synchron halbwegs passt. Wenn es ein bisschen asynchron hier ist, sorry, seht es mir nach, ich bin kein Profi-Cutter. Also, ja, ich habe mein Bestes getan, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst wegen der Qualität jetzt gleich, wenn ihr das jetzt hier gleich seht. Ja, viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Vielleicht noch kurz von dem, ja, wir haben ziemlich schnell den Ort gefunden, wo wir hin mussten. Ich und meine Süße brauchte noch nicht mal das Navi. Das haben wir so gefunden, ja, weil sie da öfters mal vorbeigefahren ist. Sie hat manchmal so Maßnahmen in Kiel, die sind da wohl auf der Höhe. Fortbildungsmaßnahmen, weil sie ist ja in der ambulanten Pflege tätig. Und war freundlich da und so. Ne? Die beiden Jungs sind echt genauso, wie sie da vor der Kamera sind. So sind die auch sonst. Ganz lockere, entspannte Typen, mit denen man gut quatschen kann. Freundlicherweise gab es auch ein kleines bisschen Catering. Ich konnte eine kleine Cola trinken. Ich glaube, die sieht man im Video auch. Weiß ich gar nicht. Ich habe mir das Ganze noch nicht angeguckt, den Zusammenschnitt. Werde ich dann gleich im Anschluss tun, wenn das hier fertig ist und so. Ne? Und ja. Meine Süße konnte noch einen Kaffee trinken sogar. Der hat ihr auch geschmeckt sogar. Das ist bei meiner Süße auch nicht immer einfach, ihr Kaffee anzubieten, der ihr dann auch wirklich schmeckt. Nein, sie konnte sich nicht beschweren. Also es war sehr schön. Und es wird wahrscheinlich auch eine Fortsetzung dessen geben. Die beiden haben nämlich, also von Junge Bühne Radio, die haben eine etwas längere Sendung, die dann 2 Stunden geht. Da hätten wir dann ein bisschen mehr Redezeit. Wobei ich mich wiederum frage, was will man denn da noch mit mir reden? So viel habe ich ja auch nicht zu erzählen fürs Radio jetzt, ja. Aber vielleicht, ich weiß ja nicht, wie das Jahr noch läuft, ja, bis dahin, bis das dann mit der 2-stündigen Sendung mal klappt, vielleicht irgendwann im Sommer oder im nächsten Herbst oder so, keine Ahnung. Wer weiß, wie es da mit meiner Band aussieht, dann kann man ja vielleicht gleich die ganze Band mit dazu einladen. Ich weiß noch nicht, was wir da machen. Lasst euch einfach überraschen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, und Junge Bühne Radio ist jetzt wahrscheinlich nicht das größte Radio der Welt. Das ist also eher ein kleines Ding. Das werdet ihr auch anhand der kärglichen Abozahlen des YouTube-Kanals von denen sehen können. Ja. Lasst vielleicht mal ein Abo da, denn auch die Kleinen muss man mal ein bisschen unterstützen. Deswegen habe ich das ganze Ding auch gemacht. Ja. Und einfach, weil ich die beiden sympathisch finde, einfach. Fertig. Also kann man mal machen, sowas. Und das habe ich jetzt getan. Ja. Es gibt auch ein paar andere Metal-YouTuber, die da schon waren. Der Krachmucker war schon dort und auch der Wacky war schon dort. Und auch dazu gibt es entsprechende Videos. Aber ich glaube, die sind eher in Audioform, soweit ich weiß. Ich weiß nicht genau. Und das ist jetzt das erste mit Bewegtbild. Und ja. Ich könnte nächstes Mal ja einfach meine Kamera mitnehmen. Also die, mit der ich das jetzt hier aufzeichne. Die läuft aber nur 1 Stunde 20, dann ist das Akku leer. Also eine 2-Stunden-Sendung kriegen wir damit nicht hin. Dann müsst ihr höchstens zwischendurch wieder eine auf Pause machen. Ja. Mal sehen. So. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich komme auch nicht nochmal und sammle irgendwas. Das Video ist dann zu Ende, wenn es zu Ende ist. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ja. Und hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar unten da lassen und ich verlinke euch auch unten den Kanal, also den YouTube-Kanal von Junge Bühne Radio. Da könnt ihr dann ja auch mal vorbeischauen, wenn ihr denn mögt. Die Jungs freuen sich dann auch. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt auch an dieser Stelle schon mal im Voraus von euch. Ich wünsche euch noch eine schöne halbe Stunde jetzt gleich und sage bis zum nächsten Mal schon mal Farewell. Gar nicht. Und da hat dann ein Zuhörer gesagt, ja, du, hör mal hier, Metal Only, vielleicht kannst du dich da bewerben. Ich gucke mir das dann an und sage dann, oh, das ist eine Riesennummer. Boah, no risk, no fun, bewirbst dich einfach mal. Ja. Da fand ein kleines Casting statt und dann war ich drin, habe ich meine Probezeit, man hat da eine Probezeit, ne? Auch gut durchgezogen und dann wurde ich aufgenommen. Und jetzt bin ich jetzt schon, wie viele Jahre habe ich jetzt? 12 Jahre bin ich bestimmt schon dabei. Bist du inzwischen ein Urgestein? Ja, kann man sagen, ja. Also als ich da angefangen habe, gab es Metal Only, glaube ich, erst ein Jahr. Oder so. Oder noch nicht ganz. Ich weiß nicht mehr genau. Das muss ich jetzt in die Zahlen gucken. Das weiß ich im Kopf jetzt nicht. Ne? Ja. Also gut. Mal so ein kleiner Zwischenstand. Matthias sagt anscheinend, die Technik geht. Jein. Jein? Kein Stream. Aber kein Stream, aber wir jetzt. Nehmen auf. So. Alles ah, ja. Klar. Okay, ja, scheiße. Tut mir leid.
Also ja, dieser Stream kein Problem. Wäre natürlich besser gewesen. Hätte mehr Spaß gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir denn das hier am besten? Oh, guck mal, hallo. So habe ich euch dazwischen. Ja, ja. Hallo. Also bleibe ich jetzt noch nicht den ganzen Tag stehen. Nicht? Nee. Ja, nee. So hört man dich auch sehr schlecht. Kannst du das auf die Box da? Ja, oder sonst, wir haben ja so ein... Wir haben ja noch eine Kamerafrau da. Genau. So, prima. Genau. Kannst ja dann während kriegst du uns alle rauf? Ja. Sind auch gut aus Maske? So. Oh, dann darf ich auch am Mikro mal wieder mitspielen. Oh, super, er darf spielen. Genau. Richtig. So, wir hatten ja eben das Thema Metal Only, wo du ja jetzt schon ein bisschen weißt. Wie lange machst du eigentlich schon YouTube? Oh, weiß ich nicht, weil ich hatte mal angefangen vor vielen Jahren und der Kanal, den ich damals hatte, wurde gehackt. Mhm. Und dann ist auch alles verloren gegangen, was da passiert ist. Mhm. Und ja, deswegen weiß ich nicht mehr die Anfangszahl. Du kannst das ja nachgucken da. Mhm. Und ich weiß auch nicht mehr, wie lange das her ist, weil ich merke mir diese Zahlen eigentlich auch nicht so. Mhm. Ne? Ja. Aber es sind schon einige Jahre. Nicht so lange wie Radio auf jeden Fall. Mhm. Okay. Mhm. Ja, ich hatte gedacht, so, ich gucke mal das erste Video an. Aber ich habe irgendwann beim Scrollen, da habe ich irgendwann die Lust verloren. Du kannst, glaube ich, auch in der Suchleiste einstellen, dass du das Älteste zuerst siehst. Mhm. Glaube ich. Ja, ja, Neuland, ne? Ja. Grauhaarige Männer und Technik. Ja, also ich muss dazu sagen, YouTube finde ich trotzdem immer noch ein bisschen nervig. Das Creator Studio ist alles andere als anwenderfreundlich und irgendwie alles schräg. Ja, wir verfassen dann mal eine Beschwerdemail an Google. Ja, genau. Das wird die dann auch sehr interessieren. Genau, mit Sicherheit. Wenn wir uns da beschweren, dann geht passiert drei Leute gleichzeitig. Mhm. Ja, passiert endlich mal. Ich meine, es haben sich auch drei Leute darüber beschwert, dass es keine diversen Toiletten gibt und schon gab es welche. Ja, das stimmt. Aber bei Google ist was anderes. Die sagen dann, ach ja, ja gut, dann löschen wir mal deinen Account. Wahrscheinlich eher, ja. Wenn es dir nicht gefällt. Tut uns leid. Nee, aber du hast ja wirklich viel. Wie bist du dazu gekommen bei YouTube? Einfach. Ich habe damals andere YouTuber gesehen, wie zum Beispiel den Playzocker. Mhm. Playzocker Reviews heißt der Kanal und fand das ganz gut, was er da so macht. Das kam auch gut, ganz gut an, wie er sich über die Filme aufregt, die ihm nicht gefallen. Und ein paar Kumpels von mir haben mit mir zusammen dann auch mal ein paar Videos von ihm geguckt und da hieß es dann: Ja, wenn du dich über Filme aufregst, gehst du doch genauso ab. Und da habe ich gedacht, ja gut, okay, dann machst du einfach auch mal ein Video. Mhm. Und es passte halt gerade ganz zufällig, dass ein Freund von mir ein paar Filme geschenkt hat, in so einem kleinen Paket. Und dann kam auch schon direkt das erste, also mein erstes Video damals war praktisch ein Mystery-Unboxing, wo ich ein paar Filme ausgepackt habe. Mhm. Und dazu dann habe ich einen Schnitt gesetzt, habe mir die Filme dann angeguckt und ein paar Tage später weitergedreht. Und das habe ich dann zusammengeschnitten, soweit ich mich erinnere. Und dann meine Meinung dazu gesagt. Und ja, dann, ab da ging das dann immer weiter. Ne? Ja. Ja, nicht schlecht. Und dann hast du ja nachher auch angefangen mit Reviews. Ja. Für, das war dann wahrscheinlich, als du dann auch mit Metal Only, oder hast du schon vorher Reviews gemacht, Musikreviews? Musikreviews habe ich erstmal schriftlich gemacht bei Metal Only. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, Mensch, wenn du schon einen YouTube-Kanal hast und da auch über Filme sprichst, das gleiche kannst du doch auch über Musik tun. Ja. Mhm. Weil das eigentlich ursprünglich noch eine größere Leidenschaft von mir ist als Filme, die Musik. Und da habe ich gedacht, das machst du einfach mal. Mhm. Ja, und mache ich auch gerne. Ja, das stimmt. Und deine Reviews sind auch wirklich klasse. Also du nimmst dir wirklich Lied für Lied vor und nimmst das auseinander und setzt es wieder zusammen. Ja. Irgendwie das Ganze dann. Also es ist wirklich toll. Ich finde deine Reviews echt gut. Ja, danke. Ja. Und hör dann auch gerne das an, was du reviewed hast, hinterher, um mir selbst dann auch nochmal ein Bild. Und ja, da hast du auch dann immer recht. Muss ich doch sagen. Ja. Nur wir hatten dir ja auch schon mal CDs zugeschickt zum Reviewen da, die Coffin Crew. Genau. Und die Pinpricks. Ja, genau. Die Coffin Crew von der Westküste. Ja, die sind aber auch mehr so eine Band, so viel machen die nun auch nicht, ne? Die spielen mal ihre 2-3 Gigs, haben auch keinen Bock groß aus Schleswig-Holstein rauszugehen. Ja, und haben aber Spaß dabei. Auf jeden Fall, ja. Das sind nette Leute, haben wir jetzt zweimal bei uns in der Sendung gehabt. Richtig, jedes Mal mit einem Kasten Bier, den sie mitgebracht haben. Den sie auch selber vernichtet haben. Ja. Okay. War immer sehr unterhaltsam. Sag ich mal so. Wie viele Filme hast du zu Hause eigentlich? Ich habe das nie gezählt. Das ist nicht, das war gelogen. Ich habe das mal gezählt vor vielen, vielen Jahren, als ich
Da kam ich auf ein bisschen mehr als 2000. Und das war halt vor vielen, vielen Jahren. Ja. Ja, jetzt hat sich das erweitert. Das hat sich mindestens verdoppelt, würde ich sagen. Ja, eben. Dann kam das, ja auch noch Blu-ray dazu. Ja, ja. Das Ding ist halt, dass die meisten Filme, die man manchmal auch in einigen Videos sieht, man ja mal meine, meine Regale, das ist fast nur die Hälfte, weil vieles in den Kellern noch schwelt, in Umzugskartons. Ne? Ja. Das, eigentlich ist das ganz schöner Irrsinn, wenn man es mal genau überlegt. Ne? Mhm. Aber es ist halt das meiste tatsächlich mittlerweile geschenkt, ne? Von Zuschauern halt. Und cool. Das ist echt erstaunlich, wie selbstlos einige Zuschauer dann sind. Ich bin immer wieder dankbar und verstehe immer wieder nicht so wirklich, womit ich das eigentlich verdiene. Mhm. Aber diese wollen wahrscheinlich deine Reaktion sehen. Ja, ja gut. Wenn das Lohn genug ist, nehme ich es auch gerne an. Aber ja. Es ist aber auch Tatsache so, wenn jemand Filme aussortiert, dass du im Verkauf dafür kaum noch was kriegst. Wenn du mal einfach aus Spaß bei Rebuy versuchst, Filme zu verkaufen. Das ist ein Witz. Eben, da kriegst du Centbeträge. 12, 14 Cent pro Film und teilweise neuere Filme sogar. Das ist eine Frechheit teilweise. Auch für Blu-rays sogar. Ne? Ja, gut, für den Käufer ist das natürlich wieder gut. Also ich mache das ja auch so wie du, dass ich öfter mal CDs dann da gerne mal wühle, was die da anbieten. Und da findet man ja wirklich zum guten Preis echt Perlen teilweise. Ja, das ist richtig, ja. Und da lohnt sich das dann auf jeden Fall wieder. Das stimmt, ja. Da hatten wir auch eben schon mal gesprochen, CD und Stream und all diesen ganzen Kram. Genau. Ja, ich bin der Verfechter der Schallplatte. Das physische Medium. Ja, wir sind ja nicht mal in der Lage, hier im Video Stream zu machen. Also wir mögen brauchen das noch gar nicht. Wären CDs, wir rein theoretisch schon, also wenn du mit deinem Google-Konto umgehen könntest. Wenn das Tablet nicht wäre. Genau. Ja. Am PC ist das alles kein Problem, aber durch diesen scheiß Android musst du halt immer... Ne? Ja gut, XP macht das anscheinend nicht mehr mit. Deswegen haben wir das Tablet. Mit dem WLAN sind wir auch verbunden, aber... Ja. Irgendwas ist ja immer. Genau, und vielleicht schaffen wir das dann im WLAN hochzuladen. Genau, richtig. Ja, genau. Eine Band, die ich auch über dich so ein bisschen mehr entdeckt habe, ist Elfenpass. Ja. Na, da hattest du mal so einen kleinen Review von einem Abend hier in Kiel, wo ihr in Medusa wart. Ja, ich habe das aktuelle Album auch reviewt, ja. Genau, richtig. Und da habe ich eben auch schon gesagt, wenn man diesen Schrei am Anfang hört, der kann das auch live. Das ist irre. Ja. Ich würde sagen, hören wir mal kurz was von Elfenpass und dann sind wir gleich wieder da. Elfenpass war großartig. Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, der Sänger hat eine tolle Stimme. Seht euch das gerne mal live an auf YouTube. Ja, da findet man einiges. Ja. Richtig, genau. Und wir haben ja auch einen der für mich bekanntesten YouTuber, von denen, die ich gucke, weil so viele gucke ich nur auch nicht. Ja, also von dem, was ich gucke, da bist du auch mit der Größte. Oh ja, Fafan gucke ich auch noch. Also, gut, und der hat 22.000. Beim Parabelritter hast du ja aufgehört mit gucken. Ja, der ist mir irgendwie echt zu doof geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, nee, also ich finde, der ist nur noch auf Clickbait und weiß nicht, will sich dann nur noch selbst darstellen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also so richtig selbst darstellen. Nicht so, ja klar, es ist immer Selbstdarstellung. Ja, natürlich. Aber, alle auf YouTube bist du Selbstdarsteller. Ja, richtig so. Ja, ja. Aber er findet sich wirklich am tollsten, glaube ich. Ich glaube, er ist so ein bisschen abgehoben. Ja, ja mittlerweile ja. Wie stehst du dazu? Gut. Wie ich dazu stehe? Ja. Ach so, also ich habe ihn immer noch auf Abo. Mhm. Und da du ihn ja nicht mehr auf Abo hast, hast du ja die neuesten Entwicklungen nicht mitbekommen wohl. Na, hin und wieder gucke ich mal. Und gerade so dieses Metal, ne, von wegen die Metal-Szene und so ist scheiße und ich mag sie gar nicht mehr. Ne? Das habe ich gesehen. Ja, ich habe da auch drunter kommentiert, weil ich schon teilweise, finde ich schon, er hat teilweise recht. Ja. Weil meine Meinung ist ja auch immer noch, dass es eigentlich im Grunde genommen in der Metal-Szene nicht die hochgelobte Toleranz gibt. Es gibt einfach einige, die halten sich einfach, wie mir gerade ja auch gesagt wurde, für was Besseres. Ja. Weil ich kenne die besten und elitärsten Bands. Du hörst nur kommerziellen Schlager-Metal. Mhm. Du bist dann minder, wie sagt man? Ja, untrue. Untrue, genau. Genau. Ja. Wie kannst du es denn wagen, auch Santiano mal zu hören? Mhm. Einfach, weil es als Norddeutscher passt, ja. Zum Beispiel, ja. Stimmt. Ja, ich weiß nicht. Und jetzt hatte er neulich erst ein tränenüberlaufenes Video gemacht, aufgrund seiner Trennung. Von seiner Freundin. Ja, also das Video selbst habe ich nicht gesehen.
Ja. Na, ich habe nur gesehen, dass er da irgendwie was gepostet hat und mit Trennung und da. Und da ich persönlich mache ja auch viel auf YouTube aus, ja, wenn man das so nennen will, therapeutischen Gründen, weil es mir dann hilft, dass du den Kontakt zu den Leuten hast und ein bisschen auch Tipps mitkriegst von einigen Leuten in den Kommentaren, von einigen Zuschauern. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Weil das ist dann schon ein bisschen zu privat. Also wenn sie jetzt sagt, hier, du blödes Arschloch, dann verpiss dich mal. Ja, würde ich da, glaube ich, kein Video drüber machen in dieser Form. Ich würde es vielleicht mal sagen, Leute, ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich würde da jetzt nicht die Tränen kullern lassen auf Teufel komm raus und dann noch irgendwie so eine Arie über meine Ex singen, wenn man so will. Das tut er in diesem Video nämlich. Oh je. Oh, yeah. Muss ich mir vielleicht auch nochmal ansehen. Ich glaube aber lieber nicht. Ja, das ist... No. Muss jeder für sich selbst entscheiden, was er da macht. Ne? Ja. Wenn das dann sein Ding ist, damit klarzukommen. Und wenn es ihm dann geholfen hat, ist es für mich in Ordnung. So sage ich, das will ich ja gar nicht sagen. Ja. Ja. Aber ich persönlich weiß nicht, ob ich das machen würde. Das wollte ich damit jetzt eigentlich nur sagen. Nee, das stimmt. Na, aber wie gesagt, anderen Metal-YouTubern folge ich ja auch noch, wie ja Ernie natürlich. Ja. Gorminister mag ich sehr gerne. Mhm. Ja, der macht auch immer sehr, sehr schöne, abwechslungsreiche Sachen. Ja. Ne? Obwohl manchmal sein Durch die Nacht natürlich auch grenzwertig, sage ich mal so. Obwohl sein Wacken-Review ist ja auch ganz lustig. Ja. Aber wenn man dann auch wirklich, immer wenn er Ping sagt, auch dann... einhebt und, ja. und dann danach du, auch ganz schön fertig. Gutes Trinkspiel. Ja. Ja. Wollte ich gerade sagen, da lebst und du doch aber nicht mehr das Ende des Videos, oder? Doch, gerade eben, aber. Gerade eben, ja. Ja, das ist schon hart. Nee, das stimmt. Also ich finde es durch die Nacht manchmal schon ein bisschen anstrengend, vor allem zum Ende hin dann nachher. Nee, aber im Großen und Ganzen finde ich toll. Ja, ich bin aber auch der Meinung, das ist noch zu klein. Also generell, auch wenn man ausländische Kanäle guckt, da habe ich nämlich auch viele Metal-YouTuber, denen ich folge. Die Metal-YouTuber-Szene, finde ich, soll ruhig größer werden. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das gut. Ich finde, das ist ein guter Bereich, um auch kleinere Bands zu supporten. Was ich ja auch ein bisschen versuche durch die Reviews, die ich mache. Also ich mache das jetzt nicht nur, ja, hier ist meine Meinung. Ja. Sondern ich hoffe dann manchmal auch wirklich bei einigen Sachen, und wenn sie mir wenn sie mir gefallen, dass Leute darauf aufmerksam werden. Ne? Und wenn ich mal eine Scheibe review, wo ich sage, ja, die war jetzt nicht so doll, kommt vielleicht jemand, der dann in den Kommentaren schreibt, ja, du findest die jetzt vielleicht nicht so doll, aber ich fand das Ding genau gut. Ja, schon hat das Video einen Sinn, ne? Ja. Also das ist so meine Meinung. Und auch die deutschen Metal-YouTuber, ja, sind einfach zu wenige, finde ich. Ja, das stimmt. Also, mir ist jetzt neulich ein neuer, ich weiß nicht, ob der neu ist, der Kanal, aber ich weiß auch jetzt gar nicht, wie die heißen. Das sind zwei Mädels. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ach, meinst du aus Berlin, die Dead Chicks? Ja, genau. Ja, die ja, sind genau. Schon die habe ich jetzt, dabei. Die habe ich jetzt erst seit einem Monat entdeckt, weil du wirst ja auch von YouTube nicht darauf hingewiesen. Wenn nur auf was hingewiesen wirst, dann auf Schminkvideos oder so Scheiß. Also ich finde die Mädels auch witzig. Gut, manchmal kommen sie auch ein bisschen komisch rüber, aber ich finde sie trotzdem gut. Also ich gucke sie gerne. Ja. Na, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch nicht so viel von denen gesehen. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen zwei, drei Mal reingeschaut und gleich ein Abo dagelassen, weil ja, ich finde das generell schon mal von der Idee her schon unterstützenswert. Ja. Und wenn die jetzt dann auch irgendwann anfangen, da quer zu schießen wie gewisse andere YouTuber, ne? Ja. Es gibt ja auch YouTuber, die sich für Metal-YouTuber halten. Ja. Ich erwähne jetzt mal keine Namen an der Stelle. naja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt für mich neulich den Tod gehört entdeckt, den Adrian. Und die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Nee, also ich habe ihn auch, der hatte irgendwie was kommentiert beim Gorminister und dann habe ich mal bei ihm geguckt. Ja, auch ein schöner Kanal, macht schöne Sachen. Musst du mal einen Link raushauen auf Facebook demnächst? Mache ich. Guck ich da auch mal rein. Also Tod gehört, ist wirklich klasse. Ja. Na, also ist da auch sehr fundiert, der kommt aus Frankfurt und macht da eben halt auch so ein bisschen die Frankfurter Szene und so. Wen ich gern mag, den Humaldo. Ja, den kenne ich auch. Na, ja. Den sehe ich auch sehr gerne und auch mit seinen Österreichisch, also ich finde das passt irgendwie zu ihm. Er ist ein witziger Typ, mag ich sehr. Na, und ja, wen höre ich dann, oder wen folge ich denn? Dark Siffler? Dark Siffler, genau. Genau, den habe ich auch noch. Habe ich auch auf Abo, ja. Ja, genau. Und ja, ich glaube, ja, wie gesagt, den Verfahren und ich gucke auch seinen anderen Kanal. Es gab jetzt ja aktuell einen kleineren Metal-YouTuber, der ja erstmal jetzt aufgehört hat, der Flaming Flo. Ja. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, also ich habe mal zwei, drei Sachen, glaube ich, von ihm gesehen. Ja. Der hat jetzt ein Video gemacht, dass er erstmal keine Lust mehr hat auf den ganzen Krab. Finde ich mal ein bisschen schade, aber ich glaube, ich meine, er hat das nämlich schon mal gemacht. Er war nämlich damals auch ein bisschen mehr im Filmbereich unterwegs. Ja. Und da hat er auch irgendwann gesagt, ja, ich mache kein YouTube mehr, ich bin Lust mehr auf den ganzen Scheiß, bla bla bla.
Ein halbes Jahr, glaube ich, kam er später dann wieder. Ja. Also, wen ich erst entdeckt hatte und der aber auch schon von einem Tag auf den anderen gesagt hat, ich mache nichts mehr, ist hier Allgäu Doom. Den kenne ich gar nicht. Ne? Macht, hat tolle Videos gemacht. Der kommt irgendwie da aus dem Allgäu, ist auch schon um die 50 oder was. Ne? Und hat wirklich tolle Videos gemacht, hat da viel rausgehauen. Und aber nach 4 Monaten auf einmal gesagt, ich hatte dann noch auf Facebook geguckt, ja, nee, ich muss das leider beenden. Hat er begründet, warum? Nee, einfach nur. Gut, dann, einige kommen dann mit dem Hate nicht klar. Ja. Oder, keine Ahnung, ist dann doch nicht dein Ding vielleicht einfach auch, weil du stehst ja dann in der Öffentlichkeit, ne? Mhm. Das muss man ja nur mal eben sagen, ne? Ja. Ja, genau, so Hater ist ja immer so ein Ding, ne? Boah, gut. Habe ich auch viel mit gekämpft und immer noch. Ne? Ja, immer mal wieder. Ne? Lege mir langsam ein dickeres Fell zu. Ja. War auch ein bisschen Vorsatz für dieses Jahr. Mhm. Nicht offiziell, aber ich habe mir jetzt im Januar gedacht, komm, dieses Jahr lässt du dich nicht mehr so sehr triggern. Mal gucken, ob ich es durchgezogen bekomme. Ja. Bisher bin ich auf einem ganz guten Kurs. Ja, ich hatte das eine Video, was war das? War das auch ein Unboxing von dir jetzt, wo ich nur geguckt hatte und gleich 46 Daumen runter? Ich denke, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Ja, ja, weil das, ich finde das Unkonstruktivste, das es auf YouTube gibt, das sind die Leute, die einfach Daumen runterklicken und ihre Kritik nicht mal konstruktiv begründen. Ja, das stimmt. Und wenn sie versuchen zu begründen, dann ist es meistens alles andere als seriös, was da dann kommt. Mhm. Irgendwelche stumpfen Beleidigungen. Ja, ja, du bist halt. Ey. Du bist fett, du bist arbeitslos. Genau. Ohne zu hinterfragen, warum das denn überhaupt so ist. Ne? Also ich meine, fett bin ich, weil ich viel fresse. Das ist offensichtlich. Ne? Aber das mit der Arbeitslosigkeit, das ist ja nun wirklich kein Kreuz, das ich mir zum Tragen ausgesucht habe. Ne? Eben. Naja, gut. Aber, und das ist immer das Leidigste daran, dass du das dann tausendmal rechtfertigen musst, den ganzen Quatsch. Ne? Ja. Das stimmt. Obwohl du hast ja auch eine gute Fanbase, dich auch da immer unterstützen. Ne? Das hatte ich ja auch schon gesehen. Mhm. Ja. Nee, aber ja, genau, richtig. Na, Access war das. Killer Band. Auf jeden Fall immer sehr hörenswert. Ja, und vor allen Dingen, wenn sie spielen, geht hin. Genau. Ja, die sind live mega. Die haben auch, die machen auch richtig Party auf der Bühne vor allem. Wo ich sehr lange zu kämpfen hatte mit ihren Wechsel ja sozusagen. Sie waren ja früher Midgard und machten mir so Melodic. Ja, nee, und dann ist ja die Sängerin weg und dann haben sie sich in Ender Access umgewandelt. Ja. Da hattest du mit zu kämpfen. Ja, also ich hatte dann sehr Probleme ganz lange mit Ender Access, weil ich dann, Womit? Mit dem Sound oder so? Ja, weil ich eigentlich dieses von Midgard sehr gut fand. Ja, von Midgard, aus der Midgard-Zeit kommt ja auch noch der Song Punisher, der dann auf dem ersten Album dann auch drauf ist. Ja. Obwohl, witzigerweise fand ich Midgard schlechter als Ender Access. Es war ja Female Fronted und die Dame, die er gesungen hat, die hat ja, kann man das beim Singen Overacten nennen? ja? Die hat ja so dermaßen da geleiert und dann kam ja irgendwann, ich habe ja dann schon Kontakt zur Band gehabt, damals schon, als sie Midgard hießen, und der Zacharias, der Gitarrist, der hat mir dann irgendwann, als es dann vorbei war, dann war ich ja erstmal richtig, ich finde es immer schade, wenn so kleine Bands dann schon so früh sich auflösen. Mhm. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann meinte er aber nee, wir machen weiter, aber dann eben anders. Und habe ich ihn gefragt, wieso dann das überhaupt passiert ist, dass die ausgestiegen ist. Und er meinte halt, ja, das mit der Metal-Szene ist nicht so ihr Ding. Mhm. Ne? Diese langhaarigen, schwitzenden, gröhlenden Männer da vor der Bühne und so. sie hat dann weitergemacht. Ich habe das tatsächlich auf YouTube dann rausgefunden, wie und was. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber so deutscher Power-Pop. War dann das falsche Genre einfach vielleicht. Ja. Ne? Ja gut, ich meine, wenn man aber anfängt mit so einer Band, dann sollte man sich schon so ein bisschen bewusst sein, was dann da auch rauskommt am Ende. Ich würde jetzt auch nicht in einer Hip-Hop-Band anfangen wollen, weil... Ja, man, also die waren ja damals ja noch recht jung und sie wusste vielleicht noch nicht so ganz, wo sie hin will. Ja, aber entwickelt sich ja noch. Bevor ich in eine Metal-Band ansteige, höre ich doch zumindest auch selbst Metal. Ja, eigentlich schon. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, vielleicht hat sie das ja auch gehört, aber wusste einfach nicht, wie die Szene dann sonst ist. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ist ja was eines, wenn man sich die Dinger in den CD-Player schiebt und das andere, wenn man dann auch wirklich damit zu tun hat. Mhm. Das ist nur was anderes. Wenn man die Dinger noch so hinschiebt. Nein. Ja. Ja, das Witzige ist, ich hatte Midgard, habe ich mal angeschrieben. Damals habe ich noch beim Internetradio, Darker Radio hieß das damals, Radio gemacht. Und da hatte ich mir gedacht, so, oh, hier, die kommen aus Kiel. Noch über MySpace damals hatte ich die gefunden. Ja. Und
mal angeschrieben, aber dann hieß es ja, nee, wir wissen momentan nicht, wie es weitergeht. Okay, ja. Sängerin weg. Gut. Ja, ja. Also es gibt einen, das habe ich dem Sararias auch mal gesagt, es gibt einen Midgard-Song. Also die haben ja Punisher, wie gesagt, von Midgard dann übernommen und remaked als seine Axis. Ja. Und es gibt einen Midgard-Song, da würde ich mir wünschen, dass sie den neu mit dem Kaya-Mikro in dem heutigen Stil aufnehmen, ist Hammer of the Gods, so heißt die Nummer. Mhm. Das ist so eine richtige Epic-Heavy-Metal-Nummer gewesen, ja. Ein schwerer Stampfer. Der von der Axis, das wäre echt eine Bank, glaube ich. Also, ja, das stimmt. Kennst du auch noch Pyromania, zufällig? Ah, ja, ich hatte von denen mal eine CD. Ja, cool. Die war halb live. Ja. Die erste halb live, halb genau. Studio. Ja. Und beim Umzug, als ich dann ausgezogen bin von meinem Vater, ich habe ja bis ich 30 war bei meinem Alten gewohnt, weil es günstiger einfach war, bis es dann nicht mehr ging. Und da ist sie irgendwie verschwunden. Ich habe die nicht mehr. Das ist riesig ärgerlich, weil die war, glaube ich, ganz geil. Wir haben einen ganz guten Draht zu Vince, dem Sänger, dem ehemaligen Frontmann. Der war auch mal hier, als wir mit Clubsein an Start gingen. Unsere erste Sendung war dann, glaube ich, Hermetal. Genau. Da war er auch dabei. Da habe ich gesagt, hier, ich kenne da jemanden. Und dann haben wir hier ein super geiles Interview mit ihm geführt. Ja. Und vielleicht können wir ja nochmal ein Exemplar besorgen. Ja, das wäre cool, ja. Das wäre auf jeden Fall klasse. Ja, da müssen wir Norbert echt mal fragen, wie das aussieht, ob er noch was liegen hat. Das wäre cool, ja. Ja. So, die Pinpricks waren das. Super Scheibe, wie ich immer noch finde. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne sie ja jetzt in Gänze, weil ich habe die von denen zugeschickt bekommen. Genau, und wir hatten sie ja auch vor dem Release hatten wir sie auch schon im Studio hier. Genau, einen Tag nach ihrem inoffiziellen Release hatten wir sie im Studio. Mhm. Ja, die dachten, sie haben bis dahin das Album fertig, aber da war es noch in der Mische. Ja, nee, aber wir haben immer noch Slay McRoss hier. Genau. Ne, sein Zeichens YouTuber und Moderator bei Metal Only. Wer jetzt das einschaltet oder vielleicht einen Livestream erwartet hat auf YouTube, wie angekündigt, ja, richtig, schade, den es leider nicht gibt, aber dafür kommt ein Video. Ja, wir schneiden das zusammen. Genau. Richtig, wir hatten ja nun gehofft, ein paar Abonnenten. Ich glaube, man muss da manchmal auch so ein bisschen betteln, ne? Ja. Hallo, und abonniert uns, danke. Auch vielleicht regelmäßiger was machen. Wir sind ja doch sehr unregelmäßig. Ja, das stimmt. Ja, man muss Content liefern, ne? Ja, eben. Und das ist eben halt das Ding. Man muss die Leute ja unterhalten, das ist das ja. Ja. Irgendwie. Wenn du dann mal richtig auch teilweise zwangsweise längere Pause hast, hatte ich ja 4 Monate lang, ne? Ja. Ist nicht gut für den Kanal. Nee, das stimmt. Ne? Obwohl bei dir war ja nun wirklich, das war ja wirklich von einem Tag auf den anderen. Ja. Ne? Da wusste ja erst gar keiner und was da dann. Ohne deinen Gruß aus dem Krankenhaus hätte das wahrscheinlich niemand gewusst. Ja, richtig. Ja. Also ohne deine Freundin wäre ja da doch wirklich. Ich war auch echt so erschüttert, was einige Leute sich dann da auf einmal zusammengereimt haben, ne? Ja. Das war ja echt krass, teilweise. Ja. Vielleicht sollten wir mal erzählen, was überhaupt gemeint ist, für die überhaupt gar nicht wissen, was das gerade abgeht. Ja, das stimmt. Können wir mal machen, ja. Richtig, du hattest da eine Querschnittslähmung von einem Tag auf den anderen. Genau, es hat sich eine Entzündung im Nacken gebildet, ein sogenannter Abszess, und der hat halt sich geöffnet und die Hauptnerven in der Wirbelsäule angegriffen. Ich wusste erstmal gar nicht, was los ist, konnte mich plötzlich nicht mehr bewegen. Ich hatte die ganzen Tage davor heftigste Schmerzen. Ich konnte nicht mehr auf Klo. Also es kam halt nichts. Und dann in Rendsburg haben sie dann den ganzen Tag gebraucht, um rauszufinden, was denn ist, weil sie keine MRT-Aufnahmen machen konnten, da ich zu fett war für die Röhre. Und als sie es dann rausgefunden haben, dann hieß es dann halt 6 Stunden OP, dann Intensivstation und dann Reha in Boberg. Da haben die sich für stark gemacht, dass sie da hinkommen. Hat auch geklappt und es ist ein super Team da. Ohne die hätte ich es auch nicht wieder geschafft, auf die Beine zu kommen. Und ich habe natürlich gekämpft wie ein Berber. Ne? Ja. Die haben da selbst gestaunt, die Leute. Und ich erst recht, weil ich habe nicht gewusst, dass ich so viel Kampfgeist habe. Das wusste ich mein Leben lang nicht. Mhm. Aber wenn du in die Extremsituation kommst, dann entwickelst du halt einfach Seiten an dir, die du vorher nicht kanntest wohl. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, aber naja. Ja, und jetzt sitze ich hier. Mhm. Ja, das war ich damals. Also wir können ja auch nochmal sagen, was einige Leute hatten, auf einmal sich zusammengesponnen haben. Dass ja, du, ich war tot, ja. Ja, dass du tot bist und so. Und da habe ich auch zuerst gesagt, was? Nee, das kann nicht sein. Moment mal, wie? Ist doch klar, der ist tot. Ja, genau, der aber, meldet sich seit 2 Tagen nicht. Ja. Nee, das der war schon ein paar Tage. Ne? Aber dann hat deine Freundin ja geschrieben, entsprechend auch in den Kommentaren. Und dann, ja. Na. Genau. Ja, und damals hatte ich ja schon gesagt, wir laden dich ein.
Und jetzt bist du da. Es hat dann geklappt. Genau. War aber schön, dass du dann auch wieder da warst auf dem Kanal nachher. Auch deine kurzen Mitteilungen aus dem Krankenhaus. Ja. Ne, das war auch, ja, schon eigentlich. Und da denke ich mal, deine Community, die hat schon, ist dran geblieben eigentlich. Ne? Ja, doch. Also die ich sag mal, Hardcore-Zuschauer oder die treuen Zuschauer, ja, die haben natürlich weiter das Ganze verfolgt. Und deswegen habe ich eigentlich auch die Videos gemacht. Mhm. Um zu sagen, ich bin noch da, ich komme wieder. Ne? Mhm. Also das war auch tatsächlich ein bisschen Antrieb, als ich dann darum gekämpft habe, wieder hochzukommen auf die Beine. Ne? Hauptantrieb war sie. Mhm. Und dann mein Hund vielleicht noch. Ne? Ja. Und dann eben die ganzen Leute, die ich da so online kenne halt, ne? Und die mir da folgen. Das bedeutet mir schon ein bisschen was. So ist es nicht. Es gibt ja einige Leute, die scheißen drauf, denen interessieren die Zuschauer nicht, denen interessieren die Zahlen dahinter nur. Mhm. Das finde ich dann immer ein bisschen. Man muss jeder für sich selbst wissen. Ja. Da, sowas wollte ich ja dem anderen unterstellen, über den wir vorhin da geredet haben. Weiß man natürlich nicht. Aber nee, das Jahr stimmt. Ist ja noch frisch, ne? Erzähl mal, was man so macht. Oh ja, ich muss mal wieder was sagen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Dein Radio steht auf Kiew FM. Ja, genau. Mal eben zwischendurch den Jingle, der muss auch sein. Richtig. Während unserer Sendung. Die Stunde ist ja auch schon fast wieder rum. Eben. Ja. Wir können ja auch gerne noch danach weiterfilmen, noch ein bisschen schnacken. Also haben nichts gegen. Jo. No. Ich guck mal, was ich hier noch Feines, ob wir noch mal eben schnell ein bisschen Musik haben. Ja. Aus dem Ruhrgebiet. Richtig. Ripiat. Ja. Wo wir ja letztes Mal auch sehr lange im Ruhrgebiet waren. Ne? Ja. Sodom Creator. Kommen ja alle von da. Eben. Genau, richtig. Ja, du hattest ja auch das Jahr schon gut begonnen. Hast ja gesagt, mit den, haben wir gerade kurz angesprochen, Label und so, die Kontakte, die du da jetzt hast. Ja, ne? ja gut. Das ist, ich habe meinen YouTube-Kanal ja nicht monetarisiert. Also ich bekomme für das, was ich da mache, ja nichts, im Grunde genommen. Abgesehen natürlich von den erwähnten Geschenken der Zuschauer hier und da. Ja. Ne? Und dann schrieb mich dann daraufhin das Pure Steel Records Label an. Aufgrund der Stormburner Review Ende letzten Jahres. Und bot mir halt eben an, ja, als Entschädigung kannst du eine CD aussuchen oder sogar zwei. Ich muss mich erstmal sammeln. Erstmal durch die Wohnung gegangen. Und dann habe ich wieder hingesetzt, geguckt, ob das auch wirklich da steht. Und dann habe ich dann geantwortet. Und so entstand dann ja meine erste Review dieses Jahr. Mindless Sinner, mega geile Band, einfach nur. Wirklich, also das hätte ich auch so nicht erwartet, dass sie so gut sind. Mhm. Und ein Kollege von mir hat die schriftlich schon bei Metal Only reviewed. Und da habe ich eh schon gedacht, oh, da musst du ja eigentlich auch mal reinhören. Du findest aber auf YouTube kaum was. Nur eine, so eine Audiodatei und dann so ein Album-Teaser. Und ich mag keine Album-Teaser, habe ich mir nicht gegeben. Mhm. Und dann habe ich das, dann kam gerade diese Mail halt und habe ich gedacht, oh, gut, du schreibst das dann einfach mal rein und dann habe ich es bekommen. Und finde ich schon, also das ist dann schon die Art von Lohn, die ich dann auch viel lieber mitnehme, als jetzt irgendwie Bargeld oder irgendwelche hier, ja, Klickzahlen oder was. Mhm. So. Eben. Ja, nee, ich sehe schon die Zeit. Wir sind auf jeden Fall gleich live von der Sendung. Wir können natürlich noch für die Kamera ein bisschen weiter schnacken hinterher. Mal gucken, ja. Ja. Na, aber wir sind leider gleich runter, was ich schade finde. Ja. Eine Stunde ist halt immer eng, aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal mit der Samstagssendung, 2 Stunden. Eben. Wenn du dann mal sozusagen dich freischaufeln kannst bei Meteor Uni, weil du hättest dann ja parallel zu unserer Sendung auch Sendung. Ja, das können wir mal sehen, dass wir das irgendwie zeitig mal hinkriegen. Ja. Genau. Eben, ich denke schon, vielleicht kriegen wir es ja mal hin oder vielleicht zeichnen wir mal eine Sendung vorher auf. Oder so, ja. Richtig. Na, irgendwie, weil machen wir selten, aber wir machen es mal hin und wieder. Genau, meistens, wenn wir Weihnachten senden und im August, weil ich da zufälligerweise meistens nicht da bin. Ja, das stimmt, da bist du auf dem Acker. Genau. Nee, auf jeden Fall, ich sag jetzt schon mal, wir wissen nicht, wann es gleich rausgeht. Ich sag schön, dass du da warst. Genau, ja, auf jeden Fall. Irgendwie, richtig. Wer neugierig ist, Slane noch nicht kennt, der schaut gerne mal auf Slanes Kanal auf YouTube. Genau. Ja. Slane McRoth, M-C Ross, R-O-T-H. Ja. Genau. No, und da werdet ihr einiges finden, da könnt ihr euch wirklich Wochen beschäftigen. Genau. Da findet ihr eine Menge. Also wenn ihr Lust auf Filmreviews habt, da hatten wir eben schon gesagt, mein Lieblingsfilm hat er ja auch schon reviewed. Lieblingsfilm. No, und ja,
oder Musik eben halt tolle Reviews hören wollt, wo es dann auch immer noch ein paar Beispiel-Links dazu gibt, wo ihr dann die Musik auch, die ihr gerade, über die ihr gerade was gehört habt, auch anhören könnt. Also, richtig. Ja, danke. Jetzt sind wir offline. Ne? Nee, aber. Boah, na, losgekickt. Ja, das ist, hat die Automatik. Ja, ja.